Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu NTD News. Mein Name ist Alexander Zwischowski. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Zwölf US-Bundesstaaten verklagen Biden. Die von Biden erlassene Exekutivanordnung zum Klimawandel würde die Wirtschaft der Staaten stark beeinträchtigen. Der US-Supreme Court weist die letzte Wahlklage von Trump ab. Die Anfechtung der Wahlergebnisse in Wisconsin bleibt ohne Erfolg. Eine UN-Ausstellung zeigt globalen Lockdown der Schulen. Die Ausstellung der Vereinten Nationen hofft, Kinder wieder in die Schule zu bringen. Bußgelder für chinesischen Staatssender CGTN in Großbritannien. Neben Entziehung der Sendelizenz stellte die Medienaufsichtsbehörde Ofcom schwerwiegende Verstöße gegen britische Rundfunkbestimmungen fest. Australische Fernsehanstalt schließt CGTN ebenfalls aus. Dies folgt nach einer Menschenrechtsbeschwerde. Frankreich genehmigt Sendelizenz für CGTN. Die Voraussetzungen für eine Lizenz seien nach dem französischen Recht gegeben. Peking ändert Wahlverfahren in Hongkong. Peking-freundliche Mitglieder erhalten in der Wahlkommission mehr Stimmrechte. Frischgebackene Ehefrau beklagt in Hongkong, dass sie die Einzige ist, die noch in Freiheit ist. Alle anderen von dem kürzlichen Hochzeitsfoto wurden verhaftet. Chinas Wirtschaft. Offizielle Zahlen lassen Zweifel aufkommen. Während westliche Medien von Chinas Wirtschaft schwärmen, passen die offiziellen Zahlen nicht zusammen. Zwölf Bundesstaaten verklagen US-Präsident Joe Biden wegen einer Exekutivanordnung zum Klimawandel. Missouri führt die Klage an und führt aus, dass die Anordnung die Wirtschaft der Staaten stark beeinträchtigen könnte. Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio. Oklahoma, South Carolina und Tennessee unterzeichneten ebenfalls die Klage. Missouri's Justizminister zufolge seien Produktion, Landwirtschaft und Energieerzeugung für die Wirtschaft des Staates essentiell, und sie hätten tausende Arbeitsplätze geschaffen, diese sind nun wegen Bidens Anordnung in Gefahr. Laut der Klage könnte Bidens Anordnung Schaden in Höhe von Billionen Dollar für die US-Wirtschaft verursachen. Außerdem bedrohe die Anordnung die in der US-Verfassung vorgeschriebene Gewaltenteilung, womit das Bundesgesetz in jedem Aspekt des Lebens der US-Amerikaner eindringen würde, von ihren Autos über ihre Kühlschränke und Häuser bis zu ihren Lebensmittel und Stromrechnungen. Aus dem Weißen Haus hieß es, die Anordnung wolle die öffentliche Gesundheit und die Umwelt sowie die nationalen Schätze schützen. Der US-Supreme Court hat die letzte Wahlklage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgewiesen. In der Klage wurden die Ergebnisse in Wisconsin angefochten. Das Gericht erklärte nicht, warum es diese Klage abwies. Außerdem wurde nicht erwähnt, ob es andere Meinungen unter den Richtern gab. Die anderen beiden verbleibenden Klagen von Trump wurden am 22. Februar abgewiesen. Unabhängig davon wies der Supreme Court auch die Wahlanfechtung des Anwalts Linwood ab. Auch dazu gab es keine Erklärung. Geschlossene Schulen und leere Schulbänke. Ein übliches Bild auf der ganzen Welt während des Lockdowns. Das verursacht weltweit Probleme. Nun macht eine Ausstellung bei den Vereinten Nationen darauf aufmerksam und hofft, Kinder wieder in die Schule bringen zu können. Auf den Parkplätzen stehen sie ungenutzt da, die Schulbusse. Denn seit Pandemiebeginn sind die Schulen auf der ganzen Welt entweder ganz oder teilweise geschlossen. Von den Schülern wird Anpassung verlangt. Fernunterricht hatte ihren Schulalltag ersetzt. Und mit der Schulöffnung kommen jetzt voraussichtlich die strengen Gesundheitskontrollen. Eine Herausforderung bis Zumutung für Eltern, Schulveranstaltungen und vor allen Dingen für die Schüler. Wir sind uns bewusst, was für eine schwierige Zeit dies für die psychische Gesundheit der Kinder ist, die soziale, körperliche und ernährungstechnische Unterstützung benötigen. Ich mag die Schule. Fernunterricht ist sehr anstrengend. Die Covid-19-Pandemie verursacht einen Bildungsnotstand und darauf will UNICEF aufmerksam machen. Aus diesem Grund enthüllte sie in der vergangenen Woche das Pandemie-Klassenzimmer, ein Modellklassenzimmer im Freien bei den Vereinten Nationen. Es zeigt 168 leere Tische. Jeder Sitzplatz repräsentiert eine Million Kinder. Kinder, die in Ländern leben, in denen die Schulen seit Beginn des Lockdowns fast vollständig geschlossen sind. Die Ausstellung ist gleichzeitig ein Appell an die Regierungen. Unser Appell lautet, Schulen sind zwar der letzte öffentliche Raum, der vor einigen Monaten geschlossen wurde, aber der erste, der wieder geöffnet werden soll. Wir erkennen die Auswirkungen, die die Schulschließungen auf Kinder hatten und die Notwendigkeit, dass sie wieder in die Schule gehen müssen. Mit geschlossenen oder teilweise geöffneten Schulen oder einer Mischform aus beidem war dies ein verrücktes Jahr für Schüler, Eltern und Lehrkräfte auf der ganzen Welt. Doch hoffentlich wird mit Ausstellungen wie diesem Pandemie-Klassenzimmer bei der UNO die Aufmerksamkeit auf dieses kritische Thema gelenkt und die Schüler wieder dorthin gebracht, wo sie hingehören, in die Klassenzimmer. Steve Giuliotti, NTD News, New York. Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hat dem chinesischen Staatssender CGTN nicht nur die Sendelizenz entzogen, sondern ihm nun auch eine Geldstrafe auferlegt. Es geht dabei um schwerwiegende Verstöße gegen die britischen Rundfunkbestimmungen. Die Sanktion richtet sich gegen den ehemaligen Lizenzinhaber von CGTN in Großbritannien, Star China Media Limited. Denn CGTN hatte unter anderem erzwungene Geständnisse von dem schwedischen Buchverleger Gui Minhai und Simon Chang ausgestrahlt. Simon Chang, ein ehemaliger Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong, begrüßte die Sanktion gegen CGTN. Ich bin sehr erfreut, das ist ein sehr bedeutender Moment für mich. Darüber hinaus muss der chinesische Sender eine weitere Geldstrafe von 100.000 Pfund zahlen, ebenfalls wegen der Ausstrahlung eines erzwungenen Geständnisses im Fall des britischen Staatsbürgers Peter Humphrey. Nicht zuletzt kommen noch 125.000 Pfund Geldstrafe hinzu, weil CGTN bei seiner Berichterstattung über die Pro-Demokratie-Proteste in Hongkong gegen die britischen Gesetze zur Unparteilichkeit verstieß. Und es geht weiter mit CGTN, dieses Mal in Australien. Eine australische Fernsehanstalt will zwei chinesische Fernsehsender von seiner Plattform ausschließen. Dies folgt, nachdem sie eine Menschenrechtsbeschwerde erhalten hat. Die australische Fernsehanstalt SBS sagte, sie werde die Ausstrahlung der chinesischen TV-Nachrichtendienste CGTN und CCTV suspendieren. Ein SBS-Sprecher verlautete gegenüber Reuters, die SBS prüfe die Beschwerde einer Menschenrechtsorganisation. In einem Bericht auf der SBS-Nachrichtenseite hieß es, die Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders habe sich schriftlich an SBS gewandt, nachdem die britische Medienaufsichtsbehörde CGTN die Lizenz wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Vorschriften hatte. In dem Brief von Safeguard Defenders heißt es, die CCTV-Übertragungen, Zitat, beinhalteten den Erwerb der Zusammenstellung und Ausstrahlung von Erzwungenen und falschen Geständnissen von Gefangenen unter Zwang und Folter. Das chinesische Außenministerium in Peking hat sich dazu noch nicht geäußert. CGTN hat jedoch eine Umgehungsstraße gefunden. Frankreich. Während Großbritannien und Australien dem Sender den Weg versperrten, genehmigte Frankreichs Medienaufsichtsbehörde CSA am 3. März den Antrag von CGTN auf eine Sendlizenz. Dies erlaubt CGTN die Ausstrahlung ihrer Programme in 47 europäischen Ländern, einschließlich Großbritannien, und das obwohl Großbritannien CGTN im vergangenen Monat die Lizenz entzogen hatte. CGTN hatte bereits im Dezember eine Lizenz in Frankreich beantragt. Nach französischem Recht können außereuropäische Sender unter zwei Bedingungen operieren. Erstens muss der Sender einen französischen Satelliten benutzen und zweitens müssen die Signale über eine Ablinkstation in Frankreich übertragen werden. Und CGTN erfüllt diese beiden Voraussetzungen. Die französische Medienaufsichtsbehörde versicherte jedoch, sie werde ein Augenmerk auf den chinesischen Staatssender legen, wenn er Inhalte ausstrahlt, die zu Hass und Gewalt aufrufen. Das chinesische Regime will Hongkongs Wahlverfahren abändern. Der Schritt wurde auf Pekings Nationalen Volkskongress, der wichtigsten politischen Konferenz des Jahres, beschlossen. Zu den erwarteten Änderungen gehört, dass Peking freundliche Mitglieder mehr Stimmrechte in der Wahlkommission der Stadt erhalten. Das ist das Gremium, das Hongkongs Regierungschef wählt. Die Änderung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass die Mehrheit der Abgeordneten in Hongkong parteitreu sind oder solche sind, die Pekings harte Linie verfolgen. Chinas Außenminister Wang Yi zufolge will die KP China mit dem Schritt die langfristige Stabilität Hongkongs sichern und der Stadt eine bessere Zukunft geben. China verhängte im vergangenen Jahr ein nationales Sicherheitsgesetz über Hongkong, mit dem die Rechte und Freiheiten der Bürger in der Stadt stark beschnitten werden. Bisher wurden Dutzende von prodemokratischen Aktivisten und Führern unter diesem Gesetz verhaftet. Peking hatte die Wahlen zum Legislativrat in Hongkong um ein ganzes Jahr verschoben. Als Grund gab die Volksrepublik pandemisch bedingte Einschränkungen an. Peking hat wieder betont, dass es sich bei Hongkong, Taiwan und der Region Xinjiang um innere Angelegenheiten handelte, in die sich fremde Staaten nicht einmischen sollten. Chinesische Behörden hatten der USA unter Trump vorgeworfen, Zitat, mit dem Feuer zu spielen. Mehr zur Situation in Hongkong. Eine frischgebackene Ehefrau, die erst im Januar ihre Hochzeit feierte, ist nun die einzige Person auf dem Hochzeitsfoto, die noch in Freiheit ist. Ihr Ehemann und ihre Freunde wurden alle vom chinesischen Regime verhaftet. 55 Demokratieaktivisten beteiligten sich an der Organisation der pro-demokratischen Vorwahlen 2020 in Hongkong. Peking erklärte die Vorwahlen der pro-demokratischen Bewegung für illegal und klagte 47 der Aktivisten an wegen Zitat Verschwörung zur Untergrabung der Staatsmacht. Nicole Üs Ehemann und ihre Freunde gehören zu den 47 Personen. Am 4. März besuchte Ü ein Haftzentrum in Hongkong. Sie hoffte, ihren inhaftierten Ehemann Lester Cham zu sehen. Aber er war bereits in ein Gefängnis verlegt worden, zusammen mit acht anderen prodemokratischen Aktivisten. Ü wurde erst benachrichtigt, nachdem sie dort eine Stunde lang gewartet hatte ü postete auf Facebook ihr Hochzeitsfoto vom Januar, auf dem sie mit ihrem Mann und ihren Freunden zu sehen ist. Dazu schrieb sie Zitat: Am 25. Januar war ich so glücklich, Fotos mit euch zu machen. Wir haben gelacht und nach der Hochzeitszeremonie eine Menge Spaß gehabt. Doch jetzt bin ich die einzige, die noch übrig ist. Chinas Wirtschaftswachstum steht im Rampenlicht. Westliche Medien schwärmen von Chinas Wachstumsrate von 2,3 Prozent für das Jahr 2020. Sie nennen es die mit Abstand beste Leistung unter den großen Volkswirtschaften. In den vergangenen Jahren lag Chinas Wirtschaftswachstum durchschnittlich bei 6% oder höher. Den neuesten Zahlen zufolge gäbe es eine Verlangsamung, doch das Wachstum sei immer noch höher als in anderen großen Volkswirtschaften. Ein Blick auf die Daten des Nationalen Statistikamtes des Landes zeigt jedoch, dass bei den Zahlen etwas nicht zusammenpasst. Chinas Wirtschaft wird hauptsächlich von drei Faktoren angetrieben: Investitionen, Konsum und Exporte. Dem jüngsten Bericht des chinesischen Regimes zufolge sind die Investitionen im Jahr 2020 um 2,9% im Vergleich zu 2019 gestiegen. Doch betrachtet man die Entwicklung des Anlagevermögens im Bericht genauer, wurden 2020 nur 51 Billionen Yen im Vergleich zu 55 Millionen im Jahr 2019 investiert. Das zeigt einen deutlichen Rückgang an Investitionen. Was die Ausgaben von Konsumenten für das Jahr 2020 betrifft, meldete das Regime einen Rückgang um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch laut dem offiziellen Regierungsbericht lagen die Konsumausgaben 2020 bei 39 Billionen Yen im Vergleich zu 41 Billionen Yen im Jahr 2019. Das entspricht einem Rückgang von 4,8 Prozent, also einem Prozent mehr. Chinas Wirtschaftszahlen sind für ihre Ungenauigkeit berüchtigt. Es gibt sogar innerhalb der offiziellen Statistiken Widersprüche. Das Regime hatte offen zugegeben, dass Daten gefälscht werden, doch machen sie meist die lokalen Behörden für die Fehler verantwortlich. Ein Bericht der New Yorker Federal Reserve Bank bemängelt, dass Chinas offizielle Zahlen im Vergleich zu anderen Daten zu gleichmäßig und ausgewogen sind. Das macht sie weniger glaubwürdig. Das waren die NTD News. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend bis zur nächsten Sendung.